In der Zeit vor der Zeit war alles eins und stetig. Doch mit einem donnernden Schlag. So entstanden die Zyklen. Die Erde dreht sich. Jahreszeiten vergehen. Geburt und Tod wieder und wieder. Doch Leben bedeutet Transzendenz. Und so entstand der Mensch. Wir wuchsen, lernten, bauten zahllose Zivilisationen auf und erreichten Sphären, von denen wir heute nur träumen können. Doch die Macht, die diese Zivilisationen erlangten, trug auch die Saat ihres Niedergangs in sich. Nach und nach zerfielen sie alle zu Staub und ließen nur die Bewegung zurück, aus der sich die nächste erheben würde. Geburt und Tod, wieder und wieder. Die Sahin, eine längst vergangene Zivilisation, sah die Zeichen ihrer eigenen Zerstörung. Sie konnten sie nicht abwenden. Doch sie versuchten, die Zyklen zu brechen. 9 von ihnen wurden auserwählt und vor dem Tod geschützt, um als Bewahrer des Sahin-Erbes zu dienen. Hüter einer neugeborenen Menschheit. Doch derlei Dinge sind nie einfach. Die Zyklen bestehen weiter. Und so setzen die 9 Unbekannten ihren Kampf gegen sie fort. Und einmal mehr dreht sich das Rad. So, willkommen zu einem Spiel, vor dem ich nicht so viel halten will. Ich habe viel Schlechtes gehört über das Spiel, aber ich wollte es doch noch zocken. Kam es verzögert. Ich weiß nicht, was er was sagt. Ich hoffe, es klappt hier alles. Der PC ist aber auch voll YouTube drauf. Ganz schön 4K. In, ja, in hoher Qualität, nicht in epischer Qualität, sondern nur. Bei 120 Frames. Keine Ahnung, wie das macht. Geht das Ding nicht weg. Das stört aber irgendwie. Die Grafik ist gewöhnungsbedürftig, ist ein bisschen. Also matschig. So. War die Unterkunft nach deinem Geschmack? Na los, raus da. Ach, scheiße, ich mache jetzt Klaustrophobie an. Reika, lass mich. Was? Sorry, dass ich hier unterbreche. Ich mach doch mal hier, warte. V-Sync an.
Okay. Ich dir gesagt, bleib im Haus. Das klingt doch ganz einfach. Oder etwa nicht, Haruna? Ich darf mich schon nicht da lang. Okay. Komm. Ich kann helfen. Nimm mich mit. Aber was Neues, ne? Wüste ist mal was Neues. Wenn du mitkommen willst, musst das du meinen Anweisungen genau folgen. Ist das klar? Die Szene der Origins. Also, wohin gehen wir? Ich muss zu der Oase dort in der Ferne. Die Wüste hat die Straße begraben. Wir laufen also. Okay. Als ob eine große Hand alles Leben hier ausradiert hat. Was hast du bloß hier zu schaffen? Ich bin übrigens die Schauspielerin nur, von Yennefer in ernst. The Witcher. Es ist gefährlich. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Für mich da. Lass mich für dich da sein. So läuft das nicht zwischen uns, Kind. Ich weiß nicht, warum ich so viel Schlechtes davon gehört habe, aber irgendwie soll die Story nicht so geil sein. Ich habe Gründe, hier zu sein. Du bist hier, weil du ohne mich nur von der Wüste verschluckt würdest. Ein alter Schüler von mir. Dings hat man sie aber anschadet, glaube ich. Er sucht dort, wo er nicht suchen sollte. Vincent. Ja, Vincent. Reika, wir sollten außenrum gehen. Ich glaube, dieser Pfad führt ins Licht. Tja, hab ich ja gesagt. Es gibt immer einen Weg für jene, die bereit sind, ihn zu suchen. Wie läuft hier auf einmal? Ach, ey. Komm, wir müssen uns sputen. Rekka, wer ist Vincent? Ein begabter junger Das Performance Christ. Von den Charakteren ist kurz und schlecht, wenn ich das sagen soll. Doch ich alles andere ist gut bisher. Du hast einen Schüler genannt, aber hab ich. Die Performance von den Charakteren, wie die Holz im Kopf drehen und die Mimik. Diesmal keine verborgenen Nischen. Dieses irgendwie Verpackte an sich. Wo es keinen Weg zu finden gibt. Bahne eine. Den Trick musst du mir auch mal beibringen. Okay. Auf hier. Die sind unglaublich. Wer? Sie nannten sich selbst die Sahin. Doch dieser Name geriet längst in Vergessenheit. Die Sahin? Ich hab die Schnauze, ich will es auch hören. Wie in den Geschichten über die neuen Unbekannten. Wie in den Geschichten, ja. Ist das auch der Grund, warum Vincent hier ist? Es scheint, Vincent und die Sahin beschreiten parallele Pfade. Oh, mal kein C. Deine Schattenstulpen. Zeig mir, dass du für sie bereit bist. Reika, ich... Danke. Blicke in dich hinein, auf deinen Schemen, wie ich es dich gelehrt habe. Spürst du ihn? Ja. Dein Schemen repräsentiert dein innerstes Wesen. Eine Brücke zwischen dieser Welt und der anderen. Den Bruch? Ja. Dein Schemen zieht Arm direkt aus dem Bruch. Versuch, diese Energie in die Stulpen zu leiten. Geschafft! Gut. Du denkst über die Stulpen nach. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich dachte, es wäre so, als würde man eine Distanz überbrücken, um die Felsen zu brechen. Aber stattdessen war da keine Distanz und die Felsen waren nicht... getrennt von mir. Trennung ist nichts als eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige. Komm, jetzt war der Gegner ein bisschen weiter hinten, konnte ich nicht laufen. Schaffst du es, diese Klippe hinauf? Ich bin als Kind ständig Mauern hochgeklettert. Verpackt war. Schaffst du das? Sicher. Es gibt vieles, das du nicht über mich weißt. Unser Ziel liegt hinter dieser großen Felsformation. Sieht aber schon cool aus hier. Was generell ist mal Sonne im Blick im Spiel immer das Beste. Ganz von Vincent ab. Wenn es so eine richtig offene Welt ist. Ah. Diese typischen Kletterwände, die unauffällig ganz schön tief. Zu sehen Schaffst sind. Du das wirklich auf dich so alt? Nicht alt, nur älter. Du bist der älteste Mensch, den ich kenne. Mag sein. Aber du solltest mehr Menschen kennenlernen. Haruna, bleib in Deckung. Wer sind die? Sie gehörten einst einer Gruppe aus Freidenkern und Entdeckern an. Du meinst die Leap-Year Society? Früher, vielleicht. Society hat schon wie eine Highschool. Pass gut auf, sie sind gefährlich. Halt jetzt dein Maul.
Kisten in den Laster. Ja, natürlich fallen wir. Was haben wir denn hier? Bin tot. Geht es dir gut, Kind? Ging mir schon besser. Halt durch. Ich suche einen Weg zu dir nach unten. Ja, muss ich machen. Jetzt entkommst du nicht mehr. Kannst du eben auch machen. Neben der Kiste. Questorin. Wo kommt der denn her? Zwei jetzt. X vom... Netter Versuch! Mit bloßen Händen? Ich wusste, ich habe mir das nicht eingebildet. Jetzt sind es drei. Du hättest nicht herkommen sollen, Questorin. Ja? Pistole? Neue Seite der Reise. Was genau würde dir das bringen? Vincents Männer, sie schlafen nur. Nimm es nicht so leicht. Das sind nicht die Rüpel aus deiner Kindheit. Sie ziehen sich anders an, aber sie kippen genauso leicht um. Außerdem sind wir ihnen gegenüber im Vorteil. Anders als wir haben diese Männer keine Verbindung zum Bruch. Doch sie sind uns zahlenmäßig weit überlegen. Doch, doch, könnte aber echt gut sein, ne? Nachgeahmt werden. Nachgeahmt? Mit Hilfe von Geräten. Du wirst sehen, dass unsere Feinde nicht hilflos sind. Geht's jetzt weiter überhaupt? Wir haben keine Zeit, Kind. Wo bist du denn? Hallo? Steh mal hier. Nicht? Haruna, wir müssen uns beeilen. Was sieht denn? Reingehst so weiter? Ach, da ist ein Spalt. Hab ich gar nicht gesehen. Wir haben keine Zeit. Da steht's. Was hast du vorhin gemeint? Ich hier noch. Mit Vincent und den Sahin auf parallelen Pfaden. Sie gehen dorthin, wo Hochmut immer hinführt. Geleitet von Selbstgerechtigkeit. Es gibt schlimmere Eigenschaften. Tatsächlich. Nach meiner Erfahrung verursachen die besten Absichten oft den größten Schaden. Laufen ist auch im... Ich laufe noch, aber... Was ist das? Ein Sturm zieht auf. Beeilen wir uns lieber. Das Laufen ist irgendwie komisch. Mal läuft die voll schnell, mal läuft die... Dann mal los, geht wenn wir das hohe Gras als Tannen nutzen. Wo ist der verdammte Laster? Ist da draußen jemand? Wo es keinen Weg zu finden gibt? Wir haben den Kontakt zu den zweiten verloren. Okay. Vielleicht stört der Sturm das Signal. Geh zurück und stell visuellen Kontakt her. Wird gemacht. Toll. Okay. Stürm nicht gleich los. Warte, bis ihre Aufmerksamkeit nachlässt. Wieso habt ihr lang? Hallo? Warum laufen wir jetzt nicht so? Lass mal ausarbeiten. Hä? Was macht die? Hallo? Ich kann nicht laufen, ne, übrigens. Steuerung ist gerade... Ah. Jetzt geht's. Hä? Was war das denn?
Winterbärchen wäre jetzt gut. Warum ging hier aber immer so langsam? Kann die Dinger nicht explodieren? Stimmt. Manchmal braucht es nur einen kleinen Schubs. Konzentriere dich auf deine Schäden. Leite deine Energie in die Stunden, wie du es gelernt hast. Visualisiere den Gegner und entfessle die Energie. Verwende? Beim ersten Versuch. Beeindruckend. Hab doch gesagt, du wirst es nicht bereuen. Du machst in letzter Zeit großartige Fortschritte, Haruna. Interessant. Was es geht halt. Aber ist ja erst mit Tutorial, ne? Ich glaube, Story ist noch nicht. Guck mal, wie performance-technisch das immer am Lecken ist. Dann mal los. Teilweise. Und Abel, setz ordentliche Markierung. Den Bogen werden wir alles hier wieder ausschlagen. Dann wollen wir nicht am falschen Ort buddeln. Alle versteckten Gefahren offen. Und erkenne die Möglichkeiten um dich herum. Nutze sie zu deinem Vorteil. Ja, andersrum geht's nicht. Gut. Ja, der Winkel war ein bisschen blöd. Ah, das ist ja hochgepackt machen. Jo. Kurz meine Hand in den Felsen gewesen, alles klar. Hast du eigentlich was vom Wasserkonvoi gehört? Klingt, als ob sie nah sind, aber ich sehe sie nicht. Nicht für den Punkt zuständig. Verdammte Axtkleber! Finde den dämlichen Konvoi, sonst kannst du Mila beichten, dass du die Wasserlieferung für die gesamte Expedition verloren hast. Kümmere dich um ihn. Unauffällig. Ah, okay, so geht das. Erweitere dein Bewusstsein. Konzentriere dich auf dein Inneres und spähe in den Bruch. Ja, was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Hallo? Ich kann nichts machen, ich kann nichts tippen. Menü geht auch noch nicht mal auf. Ich glaube, ich bin verbuggt. Ich bin verbuggt. Hä? Hey? Hört ihr das? Ich kann nicht mal hier neu starten. So, da bin ich wieder. Kümmere dich um ihn. Guck mal, ob das jetzt mal ist. Erweitere dein Bewusstsein. Konzentriere dich auf dein Inneres und ja, jetzt kann die sich auch bewegen. Guck mal. Das war so ein verbuggter. Der Bruch. Was ist er wirklich? Er hat viele Namen. Das Reich. Es war so verbuggt. Die göttliche Sphäre. Nein, er ist ziemlich verbuggt. Das ist schon heiß. Ich befürchte ich auch. Ich habe noch ein halbes Dutzend Teams draußen, um die Ausrüstung zu sichern. Scheiß auf die Ausrüstung. Ist es gelungen, seine wahre Natur zu enträtseln? Wir.
viele Aufgabenstätten auf einmal. Wer finanziert das alles? Hab ich... Sie ist hier drüben! So, Schluss waren alle. Bisschen hoch, ne? Geht das hier hoch? Sieht man auch. Aber wo geht's jetzt weiter? Wo du hintrittst, Kind. Was soll das heißen? Ah, das geht auch. Aber lieber nicht da. Macht's einen Boom. Springen kann man hier im Spiel nicht. Wie ist jetzt hier weiter? Muss ja irgendwo weitergehen. Wie kommt man denn da hoch? Okay, es sind nicht mit Holzkisten. Und das hier. Wir können irgendwas gucken, ob hier irgendwas hinter ist. Haruna. So heißen wir. Kommst du nicht da hoch? Geht's jetzt? Ah, Mann, ich sehe den Spalt nicht. Ich sehe einfach den Spalt nicht. Merken wir den Spalt. Der Spalt ist ziemlich versteckt. Jetzt gehen wir wieder langsam. Worauf hat es auf sich? Hey, wo ist Abel? Abel! Ich schwöre, wenn du irgendwo eingepennt bist. Er ist da gut. Schaffst du die beiden? Achte auf deine Umgebung. Ich glaube, ich hab's kapiert. So, nee, da ist ja nichts. Ich bin immer noch paranoid. Das war kein Unfall. Da ist noch was. Na los, trau dich. Wo kam das denn her? Immer auf der Hut bleiben. Wie konnten sie uns überraschen? Hier ist er. Sie jagt uns in die Luft! Da! Die Kantoren! Spreche ich den...
mal, komm mal hier. Komm mal hier. Achso, das war nix. Ich bin auch ein. Die explodierenden Kanister waren nicht gerade subtil. Das gibt Ärger. Ja, was sollte ich doch vom Spiel? Hier waren wir noch nicht. Das könnte von Interesse sein. Kann man sich schon durchlesen, aber Mama ist hier erstmal nicht, ne? Ich kenne mich, ich lese nicht so viel. So, aber hier müssen wir durch, ne? Den Spalt habe ich eben schon gesehen. Das ist auch das Spalte Game. Hände hoch! Aber schnell! Wie viele noch? Wir sind nur zu zweit. Wir... Schutz. Wir suchen Schutz vor dem nahenden Sturm. Klar. Und ich bin der Kalte... Halt still, Auna. Hey. Das war sie. Springen. Du bist in ihn hineingesprungen. Das bin ich. Was hältst du davon? Das hast du mir noch nie gezeigt. Es ist merkwürdig. Ja. Dieses Unwohlsein. Halte daran fest, so gut du kannst. Es gibt dir deine Menschlichkeit. Es ist keine Kleinigkeit, nach dem Schämen eines anderen zu greifen. Aber in manchen Situationen muss es sein. Wenn du in einen anderen Körper springst, was passiert mit ihnen? Ihr Schemen wird für kurze Zeit in den Bruch geworfen. Aber nur zeitweise, oder? Baker, konnte schon mal jemand nicht in seinen Körper zurückkehren? Es kommt ganz auf die Fähigkeiten der Person an, die springt. Verirrte Schemen nennen wir Drifter. Im Bruch wimmelt es von ihnen. Drifter? Sind sie gefährlich? Je länger ein Drifter im Bruch umherirrt, desto mehr verliert er die Verbindung zu jenem Menschen, der er einst war. Am Ende bleibt nur das blinde... Reika, was ist das? Blinde in den Körper. Eine Bruchanomalie. Anomalien sind Ansammlungen von Wissen, die an der Bruchoberfläche eingeschlossen sind. Erfahrungspunkte aus. Man kann sie nutzen, um neue Fähigkeiten zu lernen. Für deine Entwicklung als Questorin werden sie unentbehrlich sein. Mal die gefangen. Zeig mal. Okay. Ah, dann springen wir in den Körper rein. Müssen wir sogar nehmen. Reika, etwas Seltsames ist eben passiert. Ich weiß, Kind. Diese Welt geht tiefer, als du dachtest. Keine Angst. Du wirst in sie hineinwachsen. Sie sind beim Oculus. Was bedeutet das? All die Ausgrabungsstätten. Vincent hat etwas gesucht, wusste aber nicht wo. Das Camp am Rande des Sturms zeigt, dass er es gefunden hat. Reika, das Camp erreichen wir nie, bevor der Sandsturm losbricht. Dann soll der Sturm uns helfen. Aber bedenkt, dass das Spiel
bei Unreal Engine 5 zu sehen war,